Kapitel 36 Johannes der Täufer erkundigt sich nach dem Christus und erfährt, dass er der Versprochene ist. Und es begab sich, Johannes der Täufer fragte nach Jeschua und fragte, ob er derjenige sei, von dem die heiligen Propheten gesprochen hatten, oder ob es jemand anderes war. Und Jeschua antwortete, siehe, Johannes, mein Lieber, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden gereinigt, die Tauben hören, die Toten werden auferweckt, und den Armen wird das heilige Gesetz gepredigt. Und da wusste Johannes mit Sicherheit, dass Jeschua der Heilige war, für den er den Weg bereitet hatte. Und sein Herz freute sich, und er freute sich über die gute Nachricht vom Christus, und seine Seele war zufrieden. Und er sprach Gott in den Höhen Lobesworte aus und dankte Gott für seine Güte und Gnade gegenüber dem Erdenmenschen. Und Jeschua erzählte seinen Jüngern von Johannes und sagte, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen, von Adam bis zu Johannes, gibt es keinen größeren humanen Propheten als Johannes den Täufer. Und dennoch sage ich euch, wer von euch ein Kind Gottes wird, wird das Königreich erben und größer sein als Johannes. Und viele Leute hörten Jeschuas Worte. Aber die Pharisäer und einige andere lehnten diese Worte ab, weil sie sich nicht von Johannes taufen ließen, und sie erzürnten sich wegen der Güte von Jeschua.